Wenn ihr wissen wollt, wie man die Zuggeschwindigkeit bei Pokémon Sonne und Mond mehr als verdoppeln kann, dann gebt mir jetzt nicht mal 60 Sekunden. Los geht's! Um die Geschwindigkeit des Brütens eines Pokémon-Eis zu erhöhen, reicht es schon, einen einzigen Gegenstand im Inventar zu haben. Den Oval-Pin. Diesen gibt es schon seit den Spielen Schwarz und Weiß 2 und auch in dieser Generation ist er relativ einfach zu erhalten. Dafür müsst ihr lediglich nach Kantai City fliegen und euch in das Haus links neben dem Dimensionsforschungsinstitut begeben. Im ersten Stock erwartet euch Game Freak André, der mit einem Team von Level 62ern auf euch wartet. Er hat ein recht ausgeglichenes Team, also bereitet euch gut vor. Nach dem Kampf zögert er überhaupt nicht lange und gibt euch sofort den Ovalpin. Aber damit nicht genug. Es gibt noch eine altbewährte Technik, wie man die Brutzeit von Pokémon-Eiern verkürzt, und zwar durch die Fähigkeit Magmapanzer oder Flammkörper. Solch eines befindet sich im Vela Vulkanpark und ist relativ häufig anzutreffen. Magby. Fangt es oder ein zur Verstärkung gerufenes Magma und ihr habt den Flammkörper sicher. Positioniert nun eines dieser Pokémon an der ersten Stelle eures Teams. Zusammen mit dem Ovalpin brütet ihr Eier so nun in Rekordzeit und seid noch schneller dran an eurem perfekten Pokémon. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben hinterlassen. Oder ihr abonniert direkt, wenn ihr es nicht schon getan habt. Rechts von mir findet ihr auch gleich den Rest der Videoreihe Wie züchte ich in Pokémon Sonne und Mond und darunter auch direkt das Tutorial zum Thema Wie spiele ich Pokémon Sonne und Mond auf dem PC. Und solange ihr euch noch nicht entscheiden könnt, lasse ich noch ein paar Outtakes laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Euer David. Und euch links neben das Haus des Dimensionsforschungsinstituts begeben. Und euch neben das... Fuck. Das Haus links neben dem. In das Haus links neben dem. Mein Gott. Im ersten Stock erwartet euch Game Freak. Game Freak. Freak.